aber kalt, oder? Jetzt kommt der Mann doch an, wo ich glaube ich. Jetzt ist Ruhe. Schieß! Oh! Hey! Hey!
Es war ein lupenreiner Hattrick. Passiert dir sowas oft? Nee, das kommt eher selten vor. Man macht schon mal das eine oder andere Tor, aber ja, 3 Stück in einer Halbzeit kommt schon selten vor. Kannst du die Tore kurz sagen, wie du sie gemacht hast? Na gut, erste Tor war, glaube ich, Rückpass, wo der Trainerspieler falsch steht. Bin ich dazwischen gelaufen von 16 Metern dann, reingeschossen. Beim zweiten hat natürlich der Torwart ja etwas gepatzt, als er rausgekommen ist und den Ball nicht kontrollieren konnte. Und beim dritten dann, ja, noch ein Schuss von 16 Metern. Ja. Hast du schon mal einen Hattrick gehabt? Ja, kann mich schwer daran erinnern. Was war der Wurm heute? Der Wurm war eine Mannschaft, da auch Behüg spielfrei war. Wir haben auch die Chance gesehen, bei einem Sieg hätte man am Platz gut machen können. Die Jungs wollten, aber der Druck, glaube ich, war zu stark, dass wir einfach gehemmt waren. Und heute war so ein Tag, da hat gar nichts funktioniert. Ja, wir haben nicht spielen können, Fehlpässe. Die einfachste Sache hat nicht geklappt. Und dadurch haben wir auch in der Höhe verloren mit 4:0. Schlüssel zum Sieg heute? Ich denke, wir haben ein bisschen anders gespielt jetzt, ja. Wie gesagt, die Ausfälle haben wir verkraftet müssen, sind ein bisschen früher draufgegangen. Ich denke, ja, wir haben dann auch zum guten Zeitpunkt das Tor gemacht, ja. Und dann ist eigentlich die Platzverweise von Feldrennach eigentlich dazugekommen. Wir haben an sich ein gutes Spiel gemacht, ja. War gute Zweikämpfe drin und ich denke, das war heute also mit entscheidend, dass wir einfach früh in Ballbesitz gekommen sind und dementsprechend dann gut nach vorne gekommen sind und auch heute einmal die Chance gemacht haben. Und, das ist halt ganz wichtig in so einem Spiel, in so einem 6-Punkte-Spiel. Für uns ist jetzt wichtig, jetzt haben wir noch 5 Spiele. Wir haben es jetzt mit Sicherheit nochmal interessant gemacht, mal schauen, wie die anderen morgen spielen. Aber wir kämpfen, solange es rechnerisch möglich ist, das steht komplett außer Frage. Und deswegen hauen wir alles rein, die letzten Spiele. Und wir hoffen uns noch, eventuell auf den Relegationsplatz zu rutschen.